Hallo zusammen, Kai Matthias hier für Voice of CNC, live von der Intec. Wir befinden uns hier auf dem schönen Stand von Ceratizid. Neben mir der liebe Tim Hennig, der sich ein bisschen Zeit für uns genommen hat. Und Ceratizid, kein unbekannter Name, wenn wir über Werkzeuge, vor allem über Präzision und Innovation sprechen. Und das wollen wir heute tun und richte die Frage und das Wort direkt mal an Sie, Herr Hennig. Was haben Sie hier heute auf der Intec dieses Jahr mitgebracht? Was gibt es vielleicht Neues gegenüber der AMB? Und was sind ein paar Zukunftsvisionen, die Ceratizid so vorschweben momentan? Also wir haben uns natürlich auch dem Thema angenommen, dass wir im Bereich der Nachhaltigkeit, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, gemäß unserem Claim Sustainability is not a goal, it's a mission, dass wir auch das Thema Transport uns eben angucken, da zum Beispiel beispielhaft das Thema Schienenbearbeitung, Weichenbearbeitung und Radsatzbearbeitung, damit wir eben auch unseren Beitrag dazu leisten können, was wir dann letzten Endes für die nachhaltige Transportlösung dann machen können. Ist ja gerade auch ein Thema. Ja, ja, extrem spannend. Also vor allem euer Beitrag dann zu nachhaltiger Mobilität, wenn man das einfach mal so erwähnen darf. Ja. Das letzte Mal auf der AMW durfte ich spannend sehen, was ihr als Exponat da hattet. Ja. Das aluminiumgefertigte Motorrad, das sehr schick aussah. Jetzt gehen wir ein bisschen den Weg zurück und widmen uns dem Thema Railway. Ja. Und ich finde es total spannend, was es hier für neue Möglichkeiten gibt, in welche Richtung ihr gehen könnt. Vielleicht können wir mal einen kleinen Blick nochmal darauf werfen, was jetzt nochmal mit dem Werkzeug alles gemacht werden kann. Ja. Also sehr, sehr, sehr gerne. Wir haben hier ein Modell von einer Weiche, einer Schiene. Und hier geht es ganz speziell darum, halt eben das Profil zu fräsen. Und dafür haben wir unseren Rail Track Cutter. Das ist dieses Werkzeug hier. So sieht das aus. Und da kann man letzten Endes diese Kontur dann mit fräsen. Ja? Ja, also spannend. Das ist quasi dann so, wir haben da einen Vorteil, was das Thema Wendeschneidplatten, Anstellung geht, Nutzbarkeit und natürlich auch eine Wirtschaftlichkeit, die dahinter steht. Ja, vor allem, wenn man über Herausforderungen spricht, die gerade auf dem Markt vorhanden sind, Produktivitätssteigerung, Effizienzsteigerung, die, glaube ich, mit der Nachhaltigkeit so ein bisschen Hand in Hand geht. Ja. Und schön zu sehen, dass ihr auch in euren neuen Produkten das weiterhin die Philosophie so ein bisschen weitertragt, dass ihr, sagen wir mal, Komplettlösungen, die nachhaltig sind, für eure Kunden so ein bisschen schafft. Okay. Und das höre ich hier auf jeden Fall raus. Ja, und das ist auch tatsächlich Thema, das stimmt. haben Sie gut zugehört. Sehr gut. Anderes Thema ist natürlich auch das Thema der Radsatzbearbeitung. Auch hier nochmal ein Querschnitt, wo man das sehen kann letzten Endes. Und hier haben wir letzten Endes ein Werkzeug, wo wir mehrere Bearbeitungen und auch eben Plattenanstellungen in einem erschlagen können. Also das ist mal so ein Beispiel, wo wir auch erfolgreich unterwegs sind. Sehr, sehr cool. Also einige Fliegen mit einer Klappe, das war auf jeden Fall das Motto, Komplettlösungen zu schaffen. Ja. Aber nicht nur das, sondern auch hohe Präzision ist ja bei euch auch ein Thema, was ihr euch auf die Fahne schreibt. Gibt es da in die Richtung vielleicht noch was Neues? Ja, sehr gerne. Wir können mal zu unseren Mikrowerkzeugen gehen, möchte ich ganz gerne dann mal sagen. Dann springen wir doch nochmal rüber. Ja. So, wir sind einmal rübergesprungen auf dem Ceratizid-Stand und befinden uns hier vor weiteren Exponaten, vor allem wenn es um Präzision geht. Herr Hennig, was gibt es hier? Richtig, genau. Das ist unser Alu-Line-Mikro-Schaftfräser-Programm. Und das Spannende dabei ist, fängt bei 0,2 mm an, geht dann bis 3 mm hoch. Und das Spannende dabei, Auskraglängen von 3x D bis zu 12x D, haben wir dort DLC beschichtet. Die Werkzeuge haben einen 4 mm Schaft, auch wegen der Schrumpfbarkeit und des Handlingsthema. DLC-Beschichte natürlich mit den engsten Fertigungstoleranzen, die man sich dort vorstellen kann. Weil man kann sich vorstellen, im Bereich 0, Millimeter braucht man natürlich auch eine hohe Präzision. Ja. Gibt es denn vor allem bestimmte Kunden, die man als Referenz nennen könnte, wo diese hohe Präzision gerade besonders gebraucht wird? Wo diese Herausforderung gerade am meisten Anklang findet? Ja, das ist sicherlich auch ein Teil im Werkzeug- und Formenbau, wo man sowas findet. Im Lohnfertigungsbereich auch, wo es klein und da sind, haben wir einfach nochmal das Produktportfolio ein bisschen erweitert. Das kann man dazu sagen. Ja, sehr, sehr schön. Das heißt, auch hier eure Kampfansage an die Herausforderungen, die mittlerweile auf dem Markt gerade bestehen. Und vielleicht ist das ja schon ein kleiner Ausblick, was wir auf der EMO sehen können und worüber wir uns da unterhalten können und die nächsten Jahre bei Ceratizid erwarten können. Ja. Bedanke mich aber jetzt schon mal sehr, sehr herzlich, dass wir ein bisschen über eure Themen sprechen durften. Ja, sehr gerne. Und die Zeit finden konnten und wünsche ganz, ganz viel Erfolg noch hier auf der Intec. Ganz vielen Dank.